Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Regenmacher-Box von Megalo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Regenmacher von Megalo aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine quadratische Box, schwarz-weiß Aufnahme. Oben in weißer Schrift Megalo Regenmacher zu lesen. Unten rechts im Eck Megalo mit schwarzem Kapuzen-Sweatshirt. Und hier alle möglichen Gefäße, Schalen und so Tonkrüge, Tongefäße aufgeschlichtet. Also es sieht so aus, als wäre der Regen kurz in Kürze zu erwarten. Und hier wirklich jedes Gefäß aufgestellt, um möglichst viel des Regens aufsammeln zu können. Sehr interessantes Bild auf jeden Fall, passend natürlich zum Titel Regenmacher. Wir haben hier unten auf der Seite die Credits und einen Barcode. Rechte Seite blank schwarz, die linke ebenfalls. Hier oben haben wir das Logo von Megalo. Und auf der Rückseite haben wir den guten Mann nochmal mit Blick zu uns. Auch hier wieder die Gefäße zu sehen. Ansonsten nichts. Das Ganze ist ein Pappschuber, den wir einfach abziehen können. Und dann kommt das hier zum Vorschein, also ein zweites Cover quasi. Das ist dann die eigentliche Box, die unter dem Pappschuber ist. Hier wieder Megalo mit seinem Tongefäß, der hier noch großteils im Schatten steht und das Gesicht ist auch etwas verschwommen. Interessantes Bild. Diese Seite komplett schwarz und auf der Unterseite haben wir lediglich das Logo von Megalo. Das Ganze nicht zum Aufklappen, sondern der Boxdeckel geht wirklich ab. Freut mich. Auch von innen glatt schwarz. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, eine Autogrammkarte, eine quadratische Karte mit Tourdates, die Instrumentals, das Album Regenmacher an sich, ein Patch und dann haben wir hier so einen schwarzen Stoffeinleger, Faden, mit dem wir das Ganze hier anheben können, also so eine Lasche, die hier unten festgeklebt ist. Es dürfte echt hauptsächlich für diese Karten hier gedacht sein. Dann geben wir die Box mal wieder zur Seite. Und das dürften so Fotokarten sein. Mal ab. So, dann haben wir hier mal den ganzen Inhalt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. Megalo Regenmacher. Das Cover kennen wir bereits vom Pappschuber, der Box. Und wie auch schon bei der Box, ist auch hier bei dem Album ein Pappschuber verwendet worden. Bedeutet, das eigentliche Album kommt dann hier zum Vorschein. So sieht das aus, genauso wie bei der Box. Auch hier das Cover mit Megalo inklusive Tongefäß. Auf der Seite lesen wir Megalo Regenmacher. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl plus 5 Bonus-Tracks, bedeutet wir haben insgesamt 19 Tracks und jede Menge Features. Wir haben Features von Tretman, Motrip, Maxim, Musa, Joey Denalani, Musa, Patrice, Max Herre, Tua, Jan Delay, ASD, also Afrobon Semi Deluxe, Max Herre und Gentleman. Jede Menge Leute mit dabei. Meine beiden Favoriten sind einmal der Track Nummer 5, Erntedank, und einmal Track Nummer 16, Exodus, beidesamt Feature Tracks. So sieht das Ganze innen aus. Wir schauen uns mal das Booklet an, wenn wir es rausbekommen. Ist immer so eine Sache, vor allem das Booklet dürfte echt umfangreich sein. Etwas dicker. Okay, also wir haben hier wirklich zu jedem Track die Texte aufgelistet. Sehr schön. Zum Mitlesen, zum Mitrappen.
mir jeden Text einzeln abgedruckt. Das ist eine Menge Inhalt, 19 Tracks und die auch sehr umfangreich vom Text her. Auch hier wieder diese Gefäße, also das ist wirklich so das durchgängige Element, diese Töpfe, diese Tongefäße, die sich hier komplett durchs Artwork ziehen. Ja, jede Menge Text, ihr seht selber, ohne Ende Textzeilen. Dann zur Abwechslung mal eine Abbildung von Megalo. Und auch hier wieder die Töpfe. Gut, dann haben wir hier noch die Infos zu den einzelnen Tracks, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war. Und zum Abschluss noch einmal das Logo von Megalo. Booklet machen wir wieder rein. Und dann kommen wir zu den CDs. Also, das einmal CD Nummer 1, Megalo Regenmacher. Jawohl, das Ganze in schwarz gehalten, gefällt mir gut. Wenn die CDs nicht so 0815 sind, sondern so eingefärbt sind, finde ich richtig schön. Und dann haben wir CD 2. Diese beinhaltet die Bonustracks, also 5 Tracks auf dieser Bonus-CD dann drauf. Und diese ebenfalls in diesem glänzenden Schwarz gehalten. Sehr, sehr schön gemacht. So, dann haben wir hier hinten noch eine bzw. 2 kurze Zeilen. Hier steht einmal in Gedenken an Ezequiel Duru, 17. September 82 bis 20. Februar 2014. War das nicht einer von denen, die da in den USA in diesem Menlo Park da beteiligt waren? Wenn er nicht sogar von der Polizei erschossen wurde, irgendwie ums Leben kam. Also es war auf jeden Fall ein Schwarzer, der da irgendwie in den USA ums Leben gekommen ist. Und hier unten lesen wir dann noch, ist leider echt schwer zu lesen, ist relativ klein. Hier steht, ich danke allen, die etwas zu diesem Album und seinem Erscheinen beigetragen haben. Megalo Berlin 2016. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir die Instrumentals. Diese in einem Digipack, sehr schön. So sieht das Ganze aus. Und das Spannende ist, auch hier wurden 2 CDs verwendet scheinbar. Und zwar haben wir einmal Instrumentals 1. Ich schätze mal, hier sind die 14 Tracks drauf, also der CD 1. Und dann, ja, oh ja, hätte ich einfach nur lesen müssen. Und hier haben wir dann die 5 Tracks der CD 2 drauf. Hier ist das sogar beschriftet, habe ich erst gar nicht gesehen. Also 14 Tracks CD 1. 5 Tracks CD2, unterscheidet sich durch die Zahl, Instrumentals 2 lesen wir hier, ansonsten vom Design her gleich gehalten wie die erste. Wie gesagt, das Ganze in einem Digipack und hier auf der Seite lesen wir auch nochmal, was lesen wir hier, Megalo Regenmacher Instrumentals. Gefällt mir gut, dass sie nicht einfach nur in so einer schlichten Papphülle sind, sondern in dem Fall in einem Digipack. Dann haben wir diesen runden Patch in schwarz und weiß gehalten mit dem Megalo Logo. Dann einmal diesen Einleger, diese Karte quadratisch mit den Tourdaten. Megalo Tour 2016, also Regenmacher Tour 2016. Eine Autogrammkarte im Hochformat. Megalo hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf jeden Fall echt schön gemacht. Und das gefällt mir besonders gut. Hier auf der Autogrammkarte wurde nämlich die Box durchnummeriert. Bedeutet, die Gesamtauflage waren 4000 Stück und meine Box ist 1253. Gefällt mir gut. Ich bin generell immer ein Fan davon, wenn man das Ganze durchnummeriert, weil so hat das Ganze irgendwie ein bisschen einen persönlicheren Bezug. Und es ist für mich schön zu wissen, generell die Gesamtauflage und was für eine Box ich erwischt habe. Gefällt mir gut. Und dann haben wir hier so Postkarten, jede Menge, und zwar auf der einen Seite immer eine Abbildung, in dem Fall das Logo, und auf der Rückseite dann Zitate, also Mein Rap, New Era, kein Cap, nur Mega. Achso, ja, und das darunter ist nicht der Herr, der das gesagt hat, in diesem Fall Sepp Brannigan, sondern es ist der Track, auf dem diese Zeile eben gerappt wurde von Megalo. So, ein paar lese ich euch noch vor. Wir versuchen, durch die Nacht zu kommen, ohne dass ein Nachtzug kommt. In
In Zeiten der Dürre kann ich nicht mehr warten auf Regen. Wir leben mit Niederschlägen, wir wehren uns mit den Händen, wehren uns mit Gesängen. Ja, also jede Menge von diesen quadratischen Postkarten. 4 Stück, 8 Stück im Gesamten. Auf der einen Seite eben diese Abbildungen und auf den Rückseiten dann diverse Songzeilen, Zitate von Megalo. Relativ seltener Boxinhalt, also sieht man echt selten diese so personalisierte Postkarten mit Songzeilen. Und dann haben wir noch ein schwarzes T-Shirt mit Megalo-Logo auf der Brust. Berlin MOA. Backprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem Logo auf der Brust. Hier diesem abgerundeten Dreieck mit dem Megalo-Logo in der Mitte und darunter dann Berlin MOA. Relativ schlicht gehalten in Schwarz und Weiß, kann man aber meiner Meinung nach gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann haben wir diese Postkarten, diese Zitatekarten, 8 Stück, jeweils in quadratischer Form. Den Megalo-Logo-Patch in kreisrunder Form. Das Autogramm, die Autogrammkarte. Die Megalo-Tourdaten hier auf diesem quadratischen Kärtchen. Die Instrumentals im Digipack, 2 CDs sind das. Und das Album an sich im Pappschuber, ebenfalls mit 2 CDs. Das alles in dieser wunderbaren Box, Regenmacher von Megalo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Megalo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.